Ein herzliches Willkommen aus dem Signal Iduna Park. Die gelbe Wand, sie bebt. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Jetzt also das Duell der direkten Verfolger. Und die Frage ist, wer ist der Herausforderer Nummer 1? Auf das Spiel können wir uns richtig freuen, Wolf. Zwei Offensivgiganten in einer Partie. Das kann eigentlich nur ein tolles Spiel werden. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, gut, dass gleich losgeht. Und so tritt der BVB heute also an. Sie treten hier nur mit einem Stürmer an, Buschi. Gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen. Und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Das Westfalenstadion, wie der Signal Iduna Park bekanntermaßen zuvor hieß, wurde im April 1974 fertiggestellt. Damals spielte der BVB übrigens noch in der zweiten Liga und maximal 54.000 fanden darin Platz. Heute sind es über 80.000, eine immer wieder imposante Kulisse. Das erste Spiel im Stadion endete übrigens 0:0. Gegner war Bayer Uerdingen. Leiten wird diese Begegnung Harald Fimmler. Stocker. Lustenberger. Plattenhardt, Pass auf die Außenbahn. Und jetzt gibt's Einwurf für Dortmund. Und Piszczek. Und Marco Reus. Stocker. Langkamp. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Gonzalo Castro jetzt. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Schmelzer. Das könnte eine Gelegenheit werden. Flanke jetzt auf Aubameyang. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Und er schießt. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Jetzt die Wiederholung vom Tor des BVB. Da hat alles gepasst. Ein toller Treffer. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ibišević. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst.
Gonzalo Castro jetzt. Götze. Seine Beidfüßigkeit und die enorme Variabilität sind mit die größten Stärken von Mario Götze. Felix Magath hat ihn mal Jahrhunderttalent genannt. Und Magath soll es ja wissen. Jetzt vielleicht Marco Reus. Tor für Dortmund. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Stocker. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Schälbrett. Fairer Einsatz hier. Da holt er den Ball zurück. Marco Reus am Ball. Das könnte die Chance werden. Schuss von Reus. Diesmal hat es also nicht geklappt. Aber er bleibt dran. Weiser. Wird das seine Torchance? Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Weigel. Und Reus. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Da ist er da, guter Zweikampf, er hat den Ball. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Weiser. Jetzt in der Anspielstation. Ja, das gibt Eckball. Sehr gut reingespielt. Ein guter Kopfball. Souverän gemacht vom Torwart. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2-0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Alle warten im Signal Iduna Park auf die zweite Hälfte. Es kann weitergehen. Haraguchi. Plattenhardt. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Castro am Ball. Götze. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt ist er durch. Aubameyang. Und da hatte er die richtig gute Möglichkeit. Knapp war es am Ende. Hat er da vielleicht schon zu viel nachgedacht? Den muss er eigentlich machen.
Langkamp. Fairer Einsatz hier. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Da zieht er ab. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ibišević. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Einwurf jetzt. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Jetzt wird's gefährlich. Schirbrett. Pekarik. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Die Gäste werden wechseln. Götze. Aubameyang. Der Pass. Stark gemacht. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gutes Tackling. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Geht er rein? Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Jetzt ist der Ball weg. Die Ecke kam nicht besonders gut. Jetzt vielleicht der BVB. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Stocker. Da gewinnt er den Zweikampf. Dembélé. Weigel. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Piszczek. Sie suchen die Lücke. Schuss von Aubameyang. Gute Aktion vom Torhüter. Kalou. Ah, das sieht schmerzhaft aus. Er wälzt sich am Boden. Und jetzt Reus über den Flügel. Schmelzer. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Gleich wird hier ausgewechselt.
Kalou. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Plattenhardt. Duda. Schieber. Weigel. Und damit ist das Spiel aus. Der BVB gewinnt. Einseitige Partie heute, oder Buschi? Ja, viele haben ganz bestimmt gedacht, irgendwann schalten die doch mal einen Gang zurück. Aber nix. Immer weiter ab nach vorne. Klasse. Das war gut, was er heute angeboten hat. Das war heute wieder mal eine klasse Leistung von ihm und natürlich trägt er zum Sieg bei. Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Gitter rein. Sehr gut gemacht von Polter.